Hallo und herzlich willkommen beim Maltisch am Mittwoch, Episode 199 vom 11.10.2017. Es ist bald soweit, nächste Woche kommt Episode 200. Ich freue mich schon mega, aber bleiben wir in der heutigen Woche. Heute rede ich mit euch über die Möglichkeiten einer Maltisch am Mittwoch Live-Show und was man alles machen könnte. Dann gibt es ein Skites of the Emperor Redemptor Dreadnought Tutorial, das ihr aber auch genauso gut für eure Primary Space Marines oder normale Space Marines anwenden könnt. Und am Ende des Videos rede ich über die neuen Death Guard Releases des Games Workshop und über vielleicht eine verpasste Möglichkeit. Es könnte sein, dass es ein bisschen in Richtung Rand geht. Ich kann nichts dafür. Es tut mir leid, sage ich jetzt schon. Und da ich es zu Beginn des Videos jetzt immer gerne sagen möchte, wenn ihr im Laufe des Videos sagt, das ist super, gebt den hier, schreibt auch, was ihr besonders gut findet. Wenn euch etwas nicht gefällt, gebt ruhig den hier, aber schreibt dann auf jeden Fall, was euch nicht gefällt, denn nur dadurch können wir lernen und besser werden. Und ohne weitere Umschweife geht es jetzt los mit dem Video, direkt nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier am Maltisch. Ihr seht diese Malunterlage und diese Hände. Und ihr wisst, was das heißt. Heute gibt es wieder Hobby für euch. Und wir beginnen auch direkt. Ich kann euch nicht wirklich was zeigen, was ich zwischendurch gemacht habe, da meine Zeit die letzten Tage in die Vorbereitung des Tutorials des heutigen gingen und nicht so sehr in andere Projekte und in die Fertigstellung. Dazu kam natürlich auch wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und jetzt kümmere ich mich hier ein wenig um the grandfather himself, Little Morty. Den habe ich ja immer mal schon wieder als Bild gepostet, wie weit ich aktuell bin. Ich habe in den Schritten wie auch in dem Tutorial der Death Guard Plague Marines die Rüstung mit Flate One Flash bemalt. Dann einmal mit Agrax Earthshade Soft Tone geshadet, dann mit Flate One Flash gebürstet, dann mit Weiß gebürstet. Dann hat die Rüstung ein Black Lining mit Seraphim Sepia Soft Tone bekommen. Ich habe nochmal Kanten-Highlights mit Palette Witch Flash eingemalt. Danach mit dieser Sponging-Technik ein paar Kampfschäden aufgebracht. An dem Modell nicht so viele. Zum einen ist es der Papa selbst, der wird nicht ganz so viele haben. Zum anderen sind auch die Flächen nicht so flach, plan, groß genug, dass man da viele Kampfschäden aufbringen kann. Und das macht das Modell vielleicht noch viel unruhiger, deshalb habe ich da nicht so viel von gemacht. Dann habe ich die Schultern bemalt, Castellan Green, Death World Forest und irgend so ein Grün, ich glaube es ist Ogryn Carmo, für die Kanten-Highlights. Die Beschläge an der Rüstung schon mal mit Balthasar Gold und mit Nihalak Oxide. Und jetzt als nächstes möchte ich, weil es im Moment vom Modell gesehen eher innen liegt, hier diesen oberen Teil, die Kapuze und den oberen Teil der Robe schon mal bemalen, damit ich dann ganz unproblematisch hier dieses Goldtrimming malen kann, die drüber liegenden Kabelschläuche, Mutationen und. Deshalb habe ich mir überlegt, mache ich schon mal den braunen Basecoat für diese Robe, während ich hier mit euch rede. Nein, für euch rede. Haha. Das leitet mich nämlich auch perfekt über zu dem mit euch rede. Ich habe ja im letzten Wort zum Sonntag erwähnt, dass ich mit einer Webcam etwas machen könnte, sozusagen eine Art Livestream. Und bis jetzt sind die Rückmeldungen eher positiv. Und dann wollte ich euch jetzt einmal schon mal in meine Gedankenwelt einführen. Und viele der Vorschläge, die auch im Tabletop-Weltforum kamen, die hatte ich auch schon und einige davon will ich auch gerne umsetzen. Und
Da geht es dann halt nur darum, wie ist es umsetzbar? Kriegen wir das hin? Ist es für euch spannend genug, dass ihr zuschaut? Wann sind Sendezeiten etc. 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 Und da beginnen wir tatsächlich mit dem organisatorischen. Wann kann ich live streamen? Theoretisch abends oder auch mal am Wochenende morgens, vormittags. Die Sache ist allerdings bei mir hier aufgrund unserer Internetverbindung, die uns hier nur an, also was heißt nur im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte in der alten Wohnung in Witten, ist es natürlich gigantomanisch besser. Aber die Internetleitung, die wir haben, ermöglicht mir das Streamen nur, wenn meine Frau nicht da ist, da sie die Leitung auch noch für unser Fernsehen benutzt. Also kommt übers Internet. Und wenn man dann überlegt, dass wir dann noch unsere Mobilgeräte, Tablets, Smartphone und sonst was darüber laufen haben, dann geht die Leitung doch schon eventuell in die Knie beim zusätzlich noch Streamen, weil das ist natürlich eine riesen Datenmenge, die dann noch in die Leitung reingeht. Deshalb würde ich gerne das so machen, dass ich streame, wenn ich hier alleine zu Hause bin. Zum einen wegen der Datenmenge, zum anderen ist es natürlich so, ich muss mit euch interagieren und wenn meine Frau da ist, interagiere ich doch lieber mit ihr. Also fühlt euch nicht persönlich angegriffen, aber das ist eine Präferenz, die ihr verstehen solltet. So, das ist die eine Sache. Deshalb weiß ich nicht, ob es das zu regelmäßigen Zeiten geben kann, solche Livestreams, oder wann es die dann gibt. Dazu kommt ja noch, dass ja wohl dieses Livestreaming, was so ein bisschen ist wie Video on Demand, also immer zu denselben Zeiten, auch irgendwie mit GEMA, GZ besteuert, bla, irgendwas war da ja vor kurzem mal. Deshalb wird es nicht immer zu denselben Zeiten, also ich werde nicht immer sagen, so dienstagsabends dann und dann gibt's das, sondern es wird eher auf Zuruf, ich sage euch dann und dann ist das, dann macht das dann. Das ist die eine Sache. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wenn das Feedback weiter so gut bleibt, das erste Mal Livestream auszuprobieren mit euch, wie das so alles klappt, als Testballon. Am kommenden Samstag, den 14.10., möchte ich gerne zwischen 10 und 12 Uhr, also vormittags, ganz klar, als sozusagen Frühstücksfernsehen, Aufwach- und Hobbybegleitung hier streamen. Ist natürlich für den einen oder anderen eine ziemlich unchristliche Uhrzeit. Ja, das sehe ich auch. Aber gerade so, wenn der Testballon losgeht, dachte ich mir, müssen ja auch noch nicht alle immer dabei sein. Der ein oder andere hat auch vielleicht Interesse, mit einem Kaffee vor seinem Computer oder mit dem Laptop im Bett zu sitzen und einfach mal dem Ganzen etwas Aufmerksamkeit zu schenken während des Wachwerdens. Deshalb versuche ich am Samstag, den 14.10., das erste Mal live zu gehen. Also versuche im Sinne von, ob das auch für euch so cool ist. Ich habe schon meine ersten Techniktests mit der Webcam abgeschlossen. Habe quasi private Livestreams gemacht. Also mit Videoeinstellung privat bei YouTube. Damit nur ich auch hinterher auf das Ergebnis zugreifen kann. Jetzt muss ich noch einen Versuch mal machen, dass ich vielleicht in den Livestream direkt Musik einbaue. Und ja, dann kann es eigentlich schon fast losgehen. So viel zu organisatorischen und technischen Komponente. Und das nächste, was natürlich interessant ist, worum geht es, wenn ich streame? Ich habe ja gesagt, was findet ihr, wenn es ums Live-Malen geht? Und da war die Rückmeldung, dass das cool ist, weil das wohl auch nicht unbedingt so viele Leutchen da draußen machen.
weiß ich nicht. Ich habe mich nicht beschäftigt, wer das alles macht. Nur war das zunächst die Rückmeldung. Zusätzlich zu dem Live-Malen, weil das ja gegebenenfalls etwas schwierig sein kann, gleichzeitig zu malen und dann auch im Live-Chat mitzuverfolgen und eventuell auf eure Fragen und Gedanken einzugehen, habe ich mir überlegt, dass es nicht unbedingt ein Live-Malen immer ist, sondern vielleicht auch ein Live-Basteln, wo man auch mal öfter auf den Bildschirm gucken kann. Eine Produktdiskussion. Und jetzt wird spannend. Ein Live-Spiel. Ja, ich habe einige Systeme, wo man auch mal kleinere Szenarien oder ähnliches spielen kann. Und könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch mal ein Live-Spiel gibt. Zum Beispiel für Inquisitor. Zwei Gruppen mit jeweils zwei Modellen, leicht zu überblicken. Ich bin der Game Master. Bei euch sind die Vorschläge, was die beiden Gruppen denn machen sollen. Ich lasse euch einen Moment Zeit dafür zum Diskutieren. Dann legen wir es fest, was gespielt, also welcher Zug quasi gespielt wird. Dann führe ich den aus. Dann kommen alle Würfelwürfe und so weiter und so fort. Und dann haben wir wieder die Situation so, dass es aktuell der Standpunkt, wo ist es gerade, wie geht es jetzt weiter. Und das stelle ich mir im Prinzip ganz interessant vor, das auch mal mit euch dann zu machen. Des anderen gibt es auch natürlich immer die Möglichkeit, dass wir auch, also wir, das sind dann Silent und ich oder Jonas und ich, auch mal vielleicht ein Spiel live streamen. Wobei ich nicht weiß, ob das dann für euch so spannend ist oder ob da auch eher wieder das Interaktive cooler wäre. Wir haben zwar beide unsere Truppen auf dem Tisch und unsere Regelbücher vor uns, aber die genauen Aktionen der Armeen, die Taktik wird quasi von euch vorgegeben. Stelle ich mir so erstmal im Gedanken ganz cool vor. Und alles läuft natürlich unter der Prämisse Testballon und mal ausprobieren. Jetzt am Samstag werden wir wahrscheinlich erstmal sitzen, alles einrichten. Ich werde mit euch gucken, wie das ist mit Lautstärke und Übertragungsrate. Denn meine Webcam kann schon eine hohe Auflösung. Und da ist natürlich zu gucken, wie lässt sich diese Auflösung auch wirklich vernünftig übertragen. Denn die Datei, also die Daten, müssen ja hier ins Netz. Also es muss erstmal von mir kodiert werden hier, dann ins Internet. Dann werden sie von YouTube noch ein bisschen bearbeitet. Und dann gehen sie durch die Leitung zu euch. Und da ist natürlich die Sache der Übertragungsraten, der Bearbeitungsgeschwindigkeiten, ob das dann auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das bringt ja nicht, wenn das so lange dauert, dass ihr eine Minute im Verzug seid oder so. Das müssen wir dann noch alles anpassen. Und wer Lust hat, und natürlich dieses Video auch vor dem Datum schon gesehen hat, der kann mich natürlich gerne am Samstag, den 14.10. ab 10 Uhr morgens begleiten. Und dann schauen wir mal, wie das so wird. Der Stream wird voraussichtlich dann bis 12 Uhr laufen. Für mich natürlich auch eine sehr spannende Sache, denn wenn ich streame, kann ich nicht mal eben einfach sagen, ich mache mal kurz eine Pause und ihr kriegt davon kaum was mit, wie es ja hier beim Malen ist. Wenn ich irgendwas habe, ich muss zur Tür oder ich muss mal eben mir noch einen Kaffee machen oder so, dann mache ich kurz die Kamera aus und kann das tun und ihr kriegt davon nicht wirklich was mit. In einem Livestream ist halt alles live, deshalb bin ich da auch gespannt, wie das so ist. Das ist dann auch mein erstes Mal live streamen. Wenn man jetzt mal von diesem etwas, sonderbaren Auftritt in dem Dice Live mal absieht. Da habe ich ja für mich schon gemerkt, oh, das ist doch schon was anderes, als hier für sich zu sitzen und zu reden. Denn ich muss mich ja jetzt hier zum Beispiel nur mit meinen eigenen Gedanken auseinandersetzen
und meinen eigenen Gedanken nachgehen, muss nicht, oder, naja doch, wenn man das macht, ist es ein Muss, muss nicht auf die anderen Teilnehmer achten, was wird gesagt, was gerade das Thema, wo kann man was beitragen. Dann zusätzlich noch in den Chat gucken. Da habe ich da gemerkt für mich, das ist dann eine andere Herangehensweise. Es ist nicht so ein Projekt, der durchballern. Kann man da definitiv nicht machen. Sondern es geht um die Interaktion. Lektion gelernt. Danke, Dennis. Und ja, das werde ich dann schauen, ob ich das hier noch ein bisschen verfeinern kann. Und theoretisch kann ich mit dieser Streaming, mit diesem Codierer für YouTube, also dem Programm, was ich vorschalte, auch Bildschirm abnehmen, also die Darstellung des Bildschirms. Also wäre es da auch vielleicht möglich, da muss ich mal nochmal gucken, genau wie das geht, während eines Livestreams auch Bilder einfügen. Das ist, glaube ich, möglich. Und ich könnte auch theoretisch, wie das auch beim Dice Live Malen war, Skype abfilmen damit. Also es sind auch die Optionen möglich, dass ich dann wirklich, wirklich mit jemandem von euch live male. Und wir dann auch da vielleicht einen Themenschwerpunkt entwickeln, über den wir dann gemeinsam reden. Aber zunächst, um jetzt nicht das Ganze zu fantastisch und schon zu weit zu spinnen, zunächst geht es darum, mit euch, die ihr dann im Chat seid, zu interagieren. Dann natürlich die ganze Technik einzurichten, ein wenig mit euch zu malen und auch ein wenig zu reden. Excuse. Deshalb an euch die Bitte, wenn ihr teilnehmen wollt, also wenn ihr dabei sein wollt am 14.10., dann ja, überlegt euch vielleicht auch schon mal so ein paar interessante Gesprächsthemen, mit der wir dann die Zeit füllen können. Und stellt euch natürlich auch eure Farben und Pinsel bereit. Wenn ihr Frühaufsteher seid und dann schon viel Zeit fürs Malen, könnt ihr mich natürlich auch wirklich begleiten. Ich gucke, dass wir das dann so machen, dass wir entweder bei Facebook oder bei das Tabletop-Welt-Forum ähnlich eines Live-Mal-Tickers, den es da ja auch gibt, habe ich mal gehört, vom Downsfist, dann auch vielleicht auch mal ein paar Bilder-Updates von euch bekommen, zwischenzeitlich. Das ist dann so eine Sache, die ich mitgenommen habe vom Deist-Live-Malen. Da geht das natürlich alles über Twitter und ist dann auch wahrscheinlich schneller verfügbar. Habe ich nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Deshalb gucken wir, dass wir das über die anderen sozialen Netzwerke und Medien hinbekommen, dass ihr vielleicht auch während ihr mich begleitet, eure gerade in Arbeit befindlichen Miniaturen mal postet. So in etwa ist das gedacht. Ich bin gespannt, ob das alles klappt. Vielleicht ist das auch so eine, jetzt kommt ein böses Wort, eine Totgeburt und wir sagen, nee, pass auf, das hat keinen Taug, das machen wir mal nicht. Auch das ist möglich. Ich schließe das nicht aus. Ich habe ja öfter mal irgendwelche Ideen, versuche etwas, fange etwas an und merke dann hinterher bei dem Testlauf, dass es dann etwas ist, was nicht umsetzbar ist. Aber auch das ist dann natürlich okay. Wenn es dann erstmal doch nicht klappt, wie ich mir das so vorstelle. Deshalb nochmal gesagt, Samstag, 14.10. zwischen 10 und 12 Uhr, ganz unchristlich, kümmern wir uns um die Technik für das Maltisch am Mittwoch live. Und wenn ihr natürlich noch einen anderen fancy Namen habt, den man dafür einsetzen könnte, außer Maltisch am Mittwoch live, was ja ein wenig irreführend ist, ne? Weil es ist ja nicht Mittwoch, dann könnt ihr mir das natürlich auch mitteilen. Das Maltisch am Mittwoch ist eine interaktive Show. Ihr könnt, dürft und sollt sogar mitmachen. Deshalb her mit euren Ideen. Ich wäre euch auf ewig dankbar.
glaube, das wäre nämlich ganz cool, wenn wir mal zusammen Inquisitor spielen. Das hat dann wirklich so ein bisschen was wie so eine Rollenspielrunde, so eine Atmosphäre. Beziehungsweise das wäre sogar wirklich über Skype möglich mit den Teilnehmern. Da müssen natürlich auf dem Spielfeld viele markante Punkte sein. Dass man sagen kann, so, der Charakter geht jetzt zu dem Fass und duckt sich dahinter ab. Oder zum geht geradeaus weiter und hält am dritten Fass an. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ginge schon. Was natürlich auch für die Inquisitor-Spielgruppen nochmal eine ganz neue Möglichkeit gibt, Spiele zu spielen. Man muss nicht erst den Weg auf sich nehmen. Also muss im Sinne von, das frisst ja Zeit. Man muss nicht dann erst alles aufbauen und sich zusammenhocken und dann machen. Derjenige, der den Stream dann ausrichtet, der ich sein werde, wäre, würde alles einrichten, aufstellen. Die Herrschaften würden sich einen Kaffee machen zu Hause, sich vor die Leitung setzen und dann würde es eine digitale Roleplay-Session sozusagen geben. Auch ein cooler Gedanke an sich. Und der könnte dann ja tatsächlich auch live übertragen werden. Und man könnte sich auch vielleicht mit den Zuschauern beraten. Alles Gedanken, die mir gerade kommen. An und für sich ganz cool, dieses Medium. Das ist natürlich nur noch die Frage, ist es auch wirklich für mich cool und lässt sich das so umsetzen, wenn ich es vorstelle. Meinungen, Ideen, Anregungen oder Kritik zu diesem Thema könnt ihr gerne in die Kommentarsektion posten. Falls ihr sowas in der Art schon mal gemacht habt und auch da schon vielleicht Erfahrungen teilen könnt oder mir mitteilen könnt, dürft ihr das natürlich auch gerne tun. Wenn ihr sagt, boah, da und darauf musst du dann achten, wenn du das machst. Dann immer her damit. Wäre ich sehr dankbar. So, ich glaube, das da drunter schon die graue Robe, ne? Das da. Himmel, Arsch und Wolken. Wer hat sich dieses kranke Modell ausgedacht? So. Und das heißt, was wir noch brauchen. Noch ein bisschen. Dann muss ich hier dieses kleine Stück nachher noch machen. Aber jetzt zunächst mal den Lendenschurz. Aber ich würde sagen, einfach erstmal zu dem Tutorial über, bevor ich jetzt hier mit dem Lendenschutz anfange, dass ihr das nämlich mal sehen könnt. Ein Skates of the Emperor Redemptor Dreadnought. Und zwar in diesem Fall etwas spezieller, da ich das Video aufgenommen habe. Ihr seid quasi fast komplett live dabei, in einem Timelapse, übersynchronisiert. Wenn euch das gefällt, also ich sag's ja gleich nochmal, aber wenn es euch gefällt, dann auch gerne kommentieren. Wenn ihr sagt, nee, das ist der größte Scheiß, mach mal lieber die Tutorials, wie du es vorher gemacht hast. Auch damit kann ich leben. Auch dieses Tutorial ist eine Art Testballon. Also, viel Spaß beim Tutorial Dreadnought Skate of the Emperor. Dann mal ein herzliches Willkommen zum Skates of the Emperor Tutorial. In diesem Falle an einem Redemptor Dreadnought. Das Tutorial lässt sich aber auch problemlos auf alle anderen zweibeinigen Modelle anwenden. Nur, dass ihr dann in einem kleineren Maßstab arbeiten müsst und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen schneller fertig seid als ich bei diesem Tutorial. Schon jetzt einmal vorgewarnt, ich habe ungefähr 8 Stunden für das Modell gebraucht, habe das Ganze in Timelapse gemacht und dann dementsprechend kommen wir für das Tutorial knapp auf 1 Stunde. Und ich hoffe,
dieser Stil gefällt euch. Das könnt ihr gerne einmal kommentieren, auch in der Kommentarsektion unten. Wenn euch diese Timelapse-Dinger gefallen, dann mache ich die gerne weiter. Ist für mich zwar ein bisschen mehr Aufwand, aber ihr seht nahezu alles, was ich am Modell mache. Und dem einen oder anderen könnte das ja auch gefallen. Die grundlegenden Gedanken zu diesem Modell hier: ein effektvolles Farbschema, was für den Spieltisch wunderbar geeignet ist. Das heißt, nicht irgendwie krasse Wet Blendings, keine super mega Freehands, auch wenn ich doch das Bedürfnis hatte, hier auf diese Platte noch einen Freehand drauf zu bringen. Dann natürlich einige Kontraste. Den stärksten Kontrast macht natürlich hier das Gelb und das Schwarz aus vom Grundfarbschema. Dann hier oben in der Kanzel, um das etwas aufzulockern, Grau, rote Linse, blauer Scheinwerfer, grüne Kabel, um dann nochmal eine andere Farbe reinzubringen. Der Sargophagus-Deckel ist gezielt schwarz gewählt, da die Skies of the Emperor dann ja auch einen schwarzen Helm haben. Das Symbol auf der Frontplatte, der geflügelte Schädel, in weiß, da dieser Dreadnought zur ersten Kompanie gehört. Die Nummer hat bestimmt irgendeine Bedeutung, die aus dem Fließtext darunter hervorgeht, den wir nicht erkennen können. Und alles andere, wie ihr es gewohnt seid, mit Kampfschäden. Auf dem Schwarz sind die Kampfschäden etwas schlechter zu sehen. Deshalb habe ich mich entschieden, an den krassesten Stellen der Kampfschäden auch mit etwas Silber wieder zu arbeiten, was ich bei den letzten Tutorials nicht hatte. Dann Schneebase mit Realistic Flows, Snowflock, der so ein bisschen glänzt, wie es Schnee auch tut. Und der Dreadnought hat auch an den Beinen ein wenig Schneematsch, weil er hier schon eine ganze Weile durch unterwegs ist. Dementsprechend auch ein wenig Weathering mit runtergelaufenen Stellen und auch ein ganz wenig Oxidation hier an diesen goldenen Parts, beziehungsweise messingfarbenen, bronzenen Parts. Und wenn ihr sagt, jo, das würde ich auch gerne machen, da bin ich dabei, dann bleibt doch einfach dabei, denn wir beginnen ganz am Anfang mit dem grauen Plastikbausatz. Für das heutige Tutorial haben wir den Redemptor Dreadnought erst nochmal in Baugruppen aufgeteilt. Wir haben hier diese, nennen wir sie mal Custom Base, die schon grau gebürstet ist. Die werde ich jetzt nochmal überarbeiten für das Tutorial. Wir haben den Oberkörper separiert. Die Luke ist eingeklebt, auch diese Teile hier, wie die Raketen und oben das Luftabwehrraketensystem sind auch eingeklebt. Die rechte Schulter des Dreadnoughts ist hier so gebaut, dass ein kleiner Magnet dort sich drin befindet, der dann hier mit den Waffen entsprechend verbunden werden kann. Und hier in der Plasmawaffe ist natürlich auch einer drin. Das heißt, diese können ausgewechselt werden, sind deshalb auch separiert. Der linke Arm mit der Redemptor Faust ist auch separat und die Beine ebenfalls. Warum? Ein Skies of the Emperor Dreadnought hat genau wie die Skies of the Emperor Marines den Oberkörper als auch das Codpiece, also dieses Stück hier in Gelb. Und deshalb ist es einfacher, damit so zu arbeiten, wie ihr gleich auch sehen werdet. Doch beginnen wir mit den benötigten Farben und Materialien. Ich benötige an Farben folgendes: Avaland Sunset, Ushabti Bone, Screaming Skull, Abaddon Black, Ashen Grey, Dawnstone und Administratum Grey. Dann benötige ich Klassiker: Balthasar Gold, Rune Lord Brass, Led Belcher, Rune Fang Steel und Nihalak Oxide. Ich benötige Warboss Green und Skarsnik Green. Dann hier Steel Legion Drap, Rakath Flash,
Dried Bark. Zum Ende hin benötige ich Citadel Technical Art Code. Ich benötige Cantor Blue, Ally Tok Blue, Fenrisian Grey, Ulthuan Grey, Corn Red, Mephiston Red, Wild Rider Red, Troll Slayer Orange, Fire Dragon Bright, Pallet Witch Flash, dann Agrax Earthshade, Seraphim Sepia Soft Tone. Den Soft Tone mische ich mir selbst an, indem ich Seraphim Sepia zu gleichen Teilen mit Lamihen Medium mische und somit das Gemisch etwas verdünne und der Shade nicht ganz so intensiv die Farbe verändert. Dann benötige ich noch AK Interactive Rust Streaks und Streaking Crime. Das ist AK 013 und AK 012. Ich benutze den Odorless Thinner, das ist AK 049. Ich benutze von AK Interactive Snow Sprinkles Diorama AK 8009. Ich habe hier an Werkzeugen Masking Tape von Tamiya. Ich habe hier einen Rest Blisterschwamm für die Kampfschäden. An Pinseln benutze ich einen Layer M von Citadel, der ist schon ziemlich abgerockt, der wird zu Beginn des Paint Jobs eingesetzt. Dann benutze ich einen AK Interactive Trockenbürstpinsel 8. Der ist auch schon ein bisschen abgerockt, reicht aber hierfür auf jeden Fall. Ich habe einen Shade M von Citadel und einmal ein Lupri Rotmaler Kolinsky 2.0. Als auch irgendwo hier hinten noch einen anderen Rotmaler Kolinsky 2.0. Der ist auch schon ein bisschen abgenutzt. Den nutze ich eventuell für etwas mehr dieses Heavy Duty Work. So, das sind die Dinge, die wir benötigen. Wasser steht bereit, ein Stück Küchenrolle ebenfalls. Und dann können wir ja schon fast beginnen. Doch, das Modell ist ja noch nicht grundiert. Ich werde das Modell jetzt grundieren. Dann noch den zweiten Grundierschritt euch erklären. Und dann werde ich für mich eine neue Technik ausprobieren. Ich werde das Video dann schnell durchlaufen lassen und quasi nachträglich nochmal die Moderation dazu machen. Deshalb hoffe ich, dass euch dieses Tutorial heute auch gefällt. Wir beginnen damit, dass wir alle die Teile, die hier vor euch liegen, einmal mit Abaddon Black bzw. einem schwarzen Grundierspray besprühen. Nun sind hier alle Teile schwarz. Und jetzt kommt schon das erste Special. Die Waffen, die Schultern, die Faust dürfen schwarz bleiben. Das Base ist auch einmal schwarz. Das werde ich jetzt gleich einmal mit Army Painter Color Primer Uniform Grey besprühen. Da, ihr habt ja gesehen, dass es um eine Schneebase sich handelt, die dann auch entsprechend erstmal ein wenig grauen Untergrund bekommt, um auch einen Kontrast zu dem Modell darauf zu schaffen. Und hier, das ist der Oberkörper, das sind die Beine. Den Oberkörper werde ich jetzt gleich einmal nochmal komplett mit Color Primer Desert Yellow, auch von Army Painter, besprühen. Und die Beine habe ich zusammengebaut bekommen. Normalerweise hätte ich diese jetzt noch separiert gelassen, um hier in der Mitte das Stück problemloser Gelb zu bemalen bzw. passend zu grundieren. Das trifft sich aber auch ganz gut, um das kurz zu erklären. Ich werde jetzt gleich das, was schwarz bleiben soll, wegmasken, also mit Masking Tape überkleben und dann nochmal mit der Sprühfarbe drüber gehen. Falls ihr zum Beispiel bei dem Redemptor hier den Torso in Gelb zu prägnant findet und ihr diese Seitenteile auch schon schwarz haben wollt, könnt ihr euch einfach das Masking Tape nehmen und diese hier so überkleben. Dann bleibt bei der Grundierung die Stelle darunter schwarz. In meinem Falle wird das erstmal komplett gelb, deshalb klebe ich hier nichts ab. Aber am Unterkörper ist es so, dass die Beine in schwarz bleiben. Sprühe ich jetzt einfach gelb drauf,
nebelt das mindestens auf die Stellen rechts und links davon. Und das ist etwas, was ich nicht will. Deshalb nehme ich hier mir einfach das Masking Tape. Das nehme ich sonst vielleicht auch für die Airbrush-Sachen bei den Angels of Redemption. Und versuche hier das ein bisschen drumherum abzukleben, wo keine gelbe Sprühfarbe hin soll. So. Jetzt ein bisschen frickelig. Man muss überall gucken, dass man jede Stelle vernünftig erreicht. Allerdings nicht so viel Aufwand, als wollte man wirklich jetzt gezielt, wie zum Beispiel bei einem halbierten Farbschema, das Modell abkleben, dass es genau mittig ist. Da hier zwischen den schwarzen und gelben Rustpassagen des Dreadnought immer noch Metallteile sind. Deshalb kann man das hier ein bisschen zügiger alles machen, beziehungsweise wir können ja hinterher sogar an den schwarzen Stellen auch noch ein bisschen nacharbeiten, wenn da wirklich gelb drauf kommen sollte. So, zack. So ungefähr soll das dann sein. Das werde ich jetzt hier auch noch machen und auch noch am anderen Bein. Dann werde ich einmal drüber sprühen und das Masking Tape gemeinsam mit euch danach entfernen. Die Grundierung in Desert Yellow sieht jetzt so aus. Ist schon relativ gut ausgehärtet. Hier hinten sind ein paar Macken drin, die durch den Grundierungsprozess auf meiner Unterlage entstanden sind. Die sind aber gar nicht so schlimm. Die kriegen wir da raus. Und das hier sind die Beine mit Masking Tape, was ich jetzt noch eben runterholen muss. Dafür brauche ich das tatsächlich einfach nur vorsichtig einschneiden und abziehen. Je mehr ihr maskiert habt damit, desto mehr müsst ihr natürlich auch abmachen. Eignet sich auch wunderbar, um zum Beispiel, wie gesagt, schon halbierte Farbschemata zu erstellen, wenn ihr mit Sprühlack arbeitet und dünnen Schichten natürlich. Es eignet sich, um irgendwelche Muster in Fahrzeuge reinzubekommen, Streifenmuster. Dann besorgt euch dünnes Masking Tape. Klebt die Streifen ab, grundiert einmal drüber mit der dunkleren Farbe danach und ihr habt wunderbare, zum Beispiel Hazard Stripes für die Iron Warrior, falls ihr die nicht von Hand einmalen wollt. Erst einmal das Fahrzeug mit Gelb, dann da, wo die gelben Hazard Stripes sein sollen, das hinkleben, das Masking Tape, dann mit Schwarz übergrundieren und weiter geht's. Das ist da auch eine wunderbare Technik für und wie ihr hier seht, da ging nichts durch, nur hier am Rand ein bisschen, wo ich nicht richtig abgeklebt habe. Aber da müssten wir sowieso übermalen mit Schwarz nochmal. Von daher ist das alles genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir beginnen gleich das Speedpainting, was ja für mich auch was Neues ist. Also das war Speedpainting, den Zeitraffer-Teil. So. Ich versuche das Modell tatsächlich mal hier am Stück für euch zu bemalen, um das auch einmal auszuprobieren. So, jetzt geht das natürlich nicht so schnell, wie ich gehofft habe, aber reichsam ernährt sich das Mühhörnchen. So, alles runter, wunderbar. So sieht das Modell aktuell aus. Und wir beginnen mit dem Geschwindigkeitsteil. Da mache ich mir nochmal einen ganz kurzen Cut mit der Kamera, dass ich weiß, ob man nicht das Video beschleunigen muss. Und der erste Schritt an dieser Stelle ist natürlich, das Desert Yellow mit Avaland Sunset zu bemalen. Jetzt seht ihr auch, warum Desert Yellow gewählt wurde. Es ist einfach viel besser, über diese Farbe mit Gelb überzumalen, anstatt das Modell komplett schwarz zu lassen und dann mehrere Schichten, also viel mehrere Schichten Avaland Sunset zu nutzen. Hierbei bemale ich alle Teile, die später tatsächlich gelb sein sollen. Werde auch noch eine zweite Schicht brauchen. Wichtig darauf zu achten, dass ihr alles erwischt, denn Avaland Sunset wird tatsächlich nicht mehr weiter bearbeitet, nachdem die zweite Schicht aufgetragen wird.
Das ist dann schon das finale Gelb, was am Modell auch zu erkennen ist. Hier im hinteren Bereich des Modells müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr alle Ebenen auch wirklich erreicht. Ein bisschen tricky, wenn das Modell schon komplett zusammengebaut ist. Aber so habe ich es bekommen. Damit arbeiten wir dann und alles wird gut. Hier trage ich jetzt die zweite Schicht auf und da seht ihr auch schon direkt den Unterschied, was eine zweite Schicht Farbe ausmachen kann. Dasselbe nochmal am Torso. Achtet nur darauf, dass ihr die Farbe nicht zu dick auftragt. In meinem Fall, ich male aus dem Pöttchen, aber mein Pinsel ist meist etwas feucht und dadurch brauche ich nicht erst die Farbe auf einer Wet Palette mischen, sondern durch die Feuchtigkeit im Pinsel wird es automatisch etwas besser aufzutragen. Der nächste Schritt für die gelben Passagen ist Trockenbürsten mit Ushabti Bone. Hierbei achten wir dann gezielt darauf, dass die Kanten gebürstet sind, um erstmal eine Grundlage zu legen oder zu setzen, dass wir gleich auch noch die Edge-Highlights malen können. Trockenbürsten kennt ihr wahrscheinlich. Ihr tragt etwas Farbe auf ein Stück Küchenrolle auf, arbeitet das dann so in die Spitzen des Pinsels ein, dass dort kaum noch Farbe dran ist und dann geht ihr über die Kanten des Modells. Und da haben wir das auch schon. Nun nehme ich mir Screaming Skull und einen Detailpinsel und male tatsächlich alle Edge-Highlights nach. Hier habt ihr gerade zum Beispiel gesehen, ich nutze da auch schon das, dass ich wirklich nur da male, wo auch Licht hinkommen würde. Das heißt, von unten gibt es diese Edge-Highlights nicht. Da haben wir dann nur noch die gebürsteten in Ushabti Bone. Hier könnt ihr ums ganze Modell rumgehen und auch gezielt suchen, wo sind denn die ganzen Stellen. Gerade ein Dreadnought hat natürlich viele scharfe Kanten, die ihr wunderbar raussuchen könnt. Auch hier diese kleinen Paneele, die Nieten, alle das wird gehighlightet, um hinterher ein knalliges Farbschema zu erhalten. An manchen Stellen müsst ihr auch ein bisschen improvisieren, wie zum Beispiel vorne an dem Aufhängungen dieser Fragmentwerfer. Da haben wir diese kleine Rundung, die habe ich auf der einen Seite schon gemalt, jetzt kommt die andere Seite dran. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, wie ihr am besten diese Linie erwischt. In den meisten Fällen ist es aber gut, dass ihr in einem Winkel von 30 Grad zur bemalenden Stelle einfach den Pinsel über das Modell zieht. Das bedarf ein wenig Übung. Und wenn man das so sieht, so schnell war ich natürlich nicht. Da wird einem ja fast schwindelig beim Zuschauen. Da habe ich mir natürlich auch meine Zeit gelassen, das zu malen. Denn auch dieses Highlight ist das Finale. Dann gibt es kein weiteres Highlight mehr an den Stellen. Gerade diese hellen Farben wie Gelb oder Ähnliches kann man auch so wunderbar malen, ohne dann alles nochmal zu shaden. Und nochmal komplett übermalen zu müssen. Jetzt habe ich mir Seraphim Sepia Soft Tone zur Hand genommen und lasse den in alle Vertiefungen an den gelben Flächen einfließen. Das heißt, alle Kanten, alle Lüftungsschlitze und so weiter bekommen jetzt eine Schicht Seraphim Sepia aufgemalt. Auch die Nieten erhalten entsprechend noch einen kleinen Klecks davon. Dieser legt sich dann in die Vertiefung und schafft einen kleinen Schatten. Ich rede in diesem Falle immer von Black Lining, das ist im Prinzip der Schatten, den wir sonst mit einem Shade erzeugen würden, wenn wir alles dann nochmal nachmalen. So fügen wir diesen Schatten gezielt an diese Stelle auf. Das mache ich dann auch überall, wo wirklich Vertiefungen sind auf der gelben Fläche. Achte dann auch nicht drauf, was ist oben, was ist unten, was könnte man dann mehr schattieren. Wenn ihr das wirklich tun wollt, könnt ihr auch von den Stellen, die eher unterhalb liegen und eher im Schatten liegen würden, auch vielleicht danach nochmal ein wenig Right-Line Flash Shade in die Vertiefung laufen lassen, wenn ihr das wirklich wollt. So habt ihr schon ein gutes Ergebnis für diesen Dreadnought.
Dann male ich jetzt zum Beispiel da, wo ich beim Bürsten ein wenig übergemalt habe, nochmal schwarz auf die Oberschenkelpanzerung. Und jetzt wird dasselbe nochmal mit den schwarzen Passagen wiederholt. Wir haben nur die schwarze Grundierung und darüber bürste ich jetzt gezielter die Kanten mit Ashen Gray. Auch mit diesem Ashen Gray bürste ich alle Kanten, also komplett rum, um überall ein Kantenhighlight zu erzeugen. Wobei dieses Highlight ja gleich noch an den anderen Stellen höher gezogen wird. Schwarz ist immer eine schwierige Farbe zu malen. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Deshalb bevorzuge ich diese Technik, tatsächlich das Schwarz zu lassen und nur Edge-Highlights aufzubürsten. Da ihr gerade bei Schwarz sonst oft das Problem habt, dass es sehr grau aussieht. Jetzt habe ich hier gerade mir Dawnstone genommen und mache die zweite Schicht. Achte jetzt darauf, dass ich mehr an den Stellen bürste, wo auch wirklich das Licht hinkommt. Ja, und nochmal darauf zurückzugehen, Schwarz wirkt dann halt eher wie ein dunkles Grau. Und das ist was, was wir natürlich bei Modellen nicht wollen. Deshalb finde ich diese Technik, die ich mir hier erarbeitet habe, eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir noch Administratum Gray. Damit gehe ich gezielt an die Stellen, wo wirklich Licht kommt, also von oben ans Modell, um nochmal das Highlight ein letztes Mal zu verfeinern. Wenn euch das nicht reicht, könntet ihr theoretisch noch mit Administratum Gray ein wirkliches Edge Highlight einmalen an einigen Stellen. So reicht es aber für dieses Modell, weil das ja von dem Kontrast lebt. Jetzt haben wir die Base. Die hatte ich ja mit einem Army Painter Sprühgrund schon mal vorbereitet und bürste diese jetzt erstmal mit Dawnstone und dann mit Administratum Gray, um da auch schon mal diese Steinstruktur vorzubereiten, die unter den Schneepassagen auch nochmal durchblitzen wird. Dann als nächstes für das Base, um das schon mal von der Struktur her fertig zu bekommen, nehme ich mir Palette Witch Flash und bürste das natürlich auch nochmal auf. Beim Bürsten von Strukturen müsst ihr natürlich nicht so darauf achten, dass ihr nur die Kanten erwischt. Hier geht es natürlich daran, die Erhöhung zu erwischen, was bei diesen Korkplatten hier aufgeklebt sind, auch ganz gut klappt. Jetzt bemale ich nochmal, beziehungsweise habe ich nochmal gezielt die Kanten gebürstet. Und nun geht es wieder an den Dreadnought. Ich nehme mir Abaddon Black und bemale alle Stellen des Modells, die hinterher mit einer Metallfarbe bemalt werden sollen. Was ich meines Erachtens als sehr sinnvoll empfinde, weil die Metallfarbe dann einfach besser deckt oder deckend wirkt. Denn wenn ihr zum Beispiel direkt auf das Gelb die Farbe auftragen würdet, würde dieser gelbe Ton immer noch ein bisschen durchschimmern. So, gerade wenn ihr dann mit Silber arbeitet, wollt ihr das nicht. Ihr wollt ein klares Silber und deshalb bemale ich alle Stellen vorher nochmal mit Schwarz. Hier an den Beinen. Natürlich ist es immer viel hin und her gedrehe, denn ihr müsst jetzt achten, dass ihr nicht mehr an die gelben Passagen kommt, da diese ja im Prinzip bis auf Kampfschäden schon fertig sind. Hier reicht auch eine Schicht. Wenn dieses Abaddon Black nicht hundertprozentig deckt, ist es nicht schlimm, denn es ist ja wie gesagt nur die Grundlage für die Metalltöne. Und ich meine, dass ich jetzt gleich auch abgebrochen habe. Also ihr seht nicht alles, was ich mit Schwarz anmale, da die sonst trotz Timelapse zu lange dauern würde. Aber hier seht ihr oben neben dem Sarkophagus diese kleinen Scheinwerfer und was wir alles haben, werden bemalt. Der Sarkophagus samt des Rahmen wird komplett bemalt, da dieser ja als Referenz zu den Helmen der Skies of the Emperor, die auch schwarz sind, ebenfalls schwarz sein soll. Das Inlet der Fragmentwerfer wird schwarz bemalt, da ich da nicht wirklich wusste, was ich am besten für eine Farbe setze, um einen guten Kontrast zu erschaffen, habe ich mich dann aber für schwarz entschieden. Oben der Luftabwehrwerfer wird auch nochmal schwarz bemalt, da ich persönlich schwarze Waffengehäuse bevorzuge. Wenn ihr zum Beispiel eure Skites mit lieber roten Boltern bemalt und generell roten Waffen, wäre es natürlich auch cool, wenn ihr hier das Waffengehäuse in Rot bemalt.
Dann würde ich euch aber vielleicht empfehlen, vorne den ersten Rand des Raketenwerfers in Silber zu bemalen, komplett, um dann rote Raketen einzufügen. Auch die Abgasauslassrohre werden hier schwarz bemalt. Hier ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, auch in die Vertiefung zu malen, in diesen ganzen kleinen Öffnungen an den Seiten, dass dort nicht die gelbe Farbe durchblitzt, denn das wäre natürlich schade. Am Raketenwerfer noch eine zweite Schicht, dann hinten das ATMEC-Symbol nicht vergessen, was einen schönen Kontrast auf der Rückseite erzeugt. Und hier das komplette Chassis, den kompletten Unterbau in Schwarz. Da all dies hinterher Silber wird. Und da könnt ihr euch natürlich auch entscheiden, welcher Teil ist tatsächlich Silber oder welcher ist Panzerung. Bei meinem eigenen Dreadnought, dem Redemptor Dreadnought für die Angels of Redemption, habe ich ja zum Beispiel unten diese Aufnahme, wo der Torso auf den Beinen liegt, auch mehr farblich gestaltet und nicht silbern. Nur hier bietet es sich bei den Farben natürlich an, durch Silber noch eine zweite Kontrastfarbe einzufügen und diese dann auch etwas mehr zu verwenden. Auch hier wieder alle Nieten und alle Vertiefungen vernünftig ausgemalt. Wir wollen nicht, dass hinterher beim Metallton gelb durchscheint. Und scheinbar war die Information falsch. Ich male tatsächlich alles schwarz live an. Dann ist es wahrscheinlich eher das Silber, was ich gecuttet habe. Damit ist der Torso komplett schwarz und vorbereitet für den Metallton. Ich beginne hier mit LED Belcher wieder an den Beinen und suche mir alle Stellen raus, die tatsächlich jetzt silbern werden sollen. An den Beinen ist das sehr viel. Hier würde ich für euch empfehlen, wenn ihr das Modell noch nicht gebaut habt und bemalen wollt, dass ihr die Oberschenkelpanzerung ablasst und separat bemalt. Dann könnt ihr auf jeden Fall dort an den Beinen gezielter und vielleicht auch ein bisschen schneller das Silber auftragen, weil ihr nicht um die Oberschenkelpanzerung rummalen müsst. Aber also, das ist natürlich eine Präferenz, ob ihr eure Modelle gerne vor dem Zusammenbau, dem endgültigen Zusammenbau bemalt, oder ob ihr die Modelle erst zusammenbaut, dann bemalt. Gerade bei den neuen Modellen ist es so, dass ihr euch das Leben dann meines Erachtens unnötig schwer macht, wenn ihr die Modelle komplett zusammenbaut und dann bemalt. Einige Modelle sind dermaßen groß, dass ihr sie nicht vernünftig in den Händen halten könnt. Andere Modelle haben solche Details und solche ausmodellierten Stellen, dass ihr einfach nicht vernünftig rankommt. Und da würde ich euch tatsächlich empfehlen, einfach mal nüchtern vorm Zusammenbau an die Sache ranzugehen und zu überlegen, wo ihr wirklich Teile auseinanderlassen könnt, um sie dann hinterher besser zu bemalen. So, hier sind wir noch an dem Silber unten der Füße, denn diese kleinen mechanischen Verbindungen, um noch einen Kontrast dort unten zu erzeugen, werden auch silbern bemalt. Da auch wieder natürlich darauf zu achten, dass ihr nicht an die schwarzen Passagen kommt oder nur minimal, denn diese sind eigentlich ja auch schon fertig. Deshalb nehmt euch eure Zeit und malt in Ruhe. Den Torso habe ich dann und die Arme habe ich dann abseits der Kamera bemalt, da dies natürlich viel zu lange gedauert hätte, trotz Timelapse. Jetzt habe ich mir Balthasar Gold genommen und bemale alles an goldenen Elementen. Im Fokus steht da natürlich die Sarkophagus-Blende. Und auch nochmal einige kleine Details an den Armen, um dort nicht nur schwarz und silber zu haben. Wir haben kleine Schädelinsignien und wir haben auch einige mechanische Elemente wie solche Endstücke, Endkappen oder Tanks bei dem bei der Gatling. Diese Drucktanks, wo wir am besten mit Gold arbeiten können, um das auch nochmal ein wenig interessanter zu gestalten. Bei der Endkappe orientiere ich mich dann an meinem Redemptor Dreadnought. Auch die ist in Messing gehalten und wirkt ganz gut. Dann werden alle Kabel- und Soft-Armor-Stücke bemalt mit Ashen Grey.
Da haben wir zum einen zwischen den Beinen, zwischen der Hüfte und in den Oberschenkeln diese Verbinder. Dann haben wir Kabel am Torso, im Front, im Rückenbereich und die dicken Verbindungskabel zu den Auslassstutzen, den Abgasauslassstutzen. Und wir haben auch einige kleine Kabel an den Armen. Diese werden einmal komplett mit Ashen Gray vorgrundiert. Hier ist auch darauf zu achten, dass ihr nicht an die andere Farbe kommt. Aber das werde ich jetzt nicht mehr erwähnen, da das ab jetzt Standard ist. Nicht mehr anschauen, wo meine Stellen kommen. Das versaut nur den Paint Job und ihr müsst viel, viel reparieren. Und das wollt ihr ja eigentlich nicht. Dann nehme ich mir jetzt Steel Legion Drap und bemale vorne das Pergament auf der Frontplatte und die Schädel auf der Base. Denn da sind drei Schädel aufgeklebt. Da wurde ich extra auch nochmal von dem User hingewiesen. Hast du die auch wirklich erwischt? Hast du dir daran auch gedacht, dass da welche sind? Habe ich natürlich. Kabel, zwei Stück im vorderen Bereich mit Warboss Green, um einen hübschen Kontrast zu erzeugen. Und diese Insignie auf der Frontplatte, um sie hinterher mit Weiß hoch zu highlighten. In, was ist das? Screaming Skull, meine ich. Ja, genau. In Screaming Skull. Dann nehme ich mir Corn Red und bemale alles in Rot, zum Beispiel die Gefechtsköpfe des Fragmentsturmgranatenwerfers, des Luftabwehrraketensystems. Diese kleinen Linsen werden bemalt und dann ist auch die Farbe fertig. Contour Blue benutze ich, um im rechten Bereich den Scheinwerfer und links diese kleine Linse zu bemalen und schon mal den Plasmawerfer, die Spule vorzugrundieren, denn ich mag es tatsächlich, die so zu bemalen. Ulthuan Ray benutze ich, um das Mechanikum-Symbol hinten zu bemalen und nicht ein Grau einzusetzen. Und dann kommt Agrax Earthshade zum Einsatz, wo ich jetzt alle eben farblich bemalten Stellen mit etwas Shade bemale. Dies sorgt dafür, um einen Schatten zwischen der bemalten Stelle und dem schon vorher bemalten Chassis zu erzeugen, als auch im Objekt selbst oder im Element selbst einen Schatten zu erzeugen, den wir dann hinterher einfach nur noch highlighten werden. Dann wirken die Elemente, die ihr bemalt habt, nämlich so nicht mehr als Fremdkörper, sondern wirklich zugehörig zum Modell. Und gerade bei dem Silberton hier ist es auch schön, um einen etwas bräunlichen Schimmer zu erzeugen mit dem Agrax Earthshade und das dann als Endfarbton schon fast zu behalten. Das macht ihr an allen Stellen und an allen Teilen. Achtet auch wieder darauf, dass ihr nirgendwo drankommt. Solltet ihr auf eine Fläche malen, aus Versehen mit dem Shade, dann wascht schnell den Pinsel aus. Mit etwas Wasser lässt sich der Shade rückstandslos zurücknehmen, bevor er angetrocknet ist. Das ist dann kein größeres Drama. Nachdem der Shade aufgetragen ist, muss dieser natürlich unter meiner Wärmelampe ungefähr eine halbe Stunde trocknen. Wenn ihr sowas nicht habt, lasst den ruhig gut durchtrocknen. Es bietet sich immer an, wenn ihr Mal-Sessions macht und Modelle bemalt, die so weit zu bemalen, dass der Shade aufgetragen werden kann, bevor ihr die Mal-Session beendet, diesen dann auftragt und das wirklich nochmal im Zweifel auch einen halben Tag trocknen lasst. Denn gerade in Vertiefungen neigt Shade dazu, etwas später erst auszutrocknen. Und wenn ihr dann darüber malt und den Shade nochmal verwischt, versaut das nun mal das Ergebnis. Shade aufgetragen auf alle Teile und trocknen lassen. Und dann beginnt schon der gute Part im Bemalen einer Miniatur. Das Highlighting, das sind dann die Elemente, die wirklich Spaß machen, im Gegensatz zu dem einfachen Ausblocken der Farben, wo wir bis jetzt waren. Während der Shade noch an den anderen Teilen trocknen muss, kümmere ich mich jetzt schon mal um die Schädel auf der Base. Hier bemale ich diese nochmal mit Steel Legion Drap. Beim Shaden ist grundsätzlich wichtig, dass ihr in den Vertiefungen die Farben, beim Highlighten ist es grundsätzlich wichtig, dass ihr die Farben in den Vertiefungen noch zu sehen lasst. Die zweite Schicht für die Schädel ist Karak Stone. Die dritte Ushabtibone. Bei jedem Highlight-Schritt ist immer noch etwas von der jeweils vorhergehenden Farbe
zu sehen. Der nächste Schritt ist Screaming Skull. Auch da wieder nur etwas weniger Highlights. Desto weiter ihr kommt, desto schneller seid ihr mit den Highlights. Eine letzte Schicht an einigen Stellen Pellet Witch Flash. Gezielt an etwas kantigeren Stellen. Und noch ein Blacklining mit Seraphim Sepia Soft Tone. Denn dadurch erhaltet ihr gerade bei dem Knochen auch einen etwas natürlich wirkenderen Ton. Nun male ich schon mal ein paar Freehands auf das Modell auf. Ich wähle hier eine römische 3 auf der Seite der Panzerung. Diese erhält in der Mitte nochmal Linien mit Grau, um das nochmal etwas schicker zu gestalten. Ein Ordenssymbol auf der von dem Dreadnought ausgesehen rechten Knie. Hier muss ich tatsächlich so ein bisschen rumexperimentieren, dass es ein Freehand ist. Ein weiteres Symbol kommt auf die vom Dreadnought ausgesehen linke Schulter. Das wirkt teilweise noch etwas unhübsch. Da bessere ich jetzt nochmal mit Schwarz nach und definiere die Linie noch ein wenig besser, damit sie wirklich auch so aussieht, wie es aussieht. Dann gibt es in dem Symbol sogar noch ein kleines Highlight mit Ushabti Bone, um auch das etwas schicker zu gestalten und nicht einfach nur ganz stumpf ein planes gelbes Symbol drauf zu haben. Und jetzt kommen wir zu der Verwitterung und den Kampfschäden. Dafür nehme ich mir diesen Blisterschwamm, den ich euch vorhin schon gezeigt habe, nehme Dryad Bark und tupfe mit etwas Farbe, fast wie beim Trockenbürsten, tupfe mit ein wenig Farbe an den Kanten des Modells lang, wo Kampfschäden entstehen würden. Zusätzlich male ich noch an einigen Stellen ein paar Linien in Braun auf, wo zum Beispiel ein scharfkantiges Stück Metall drüber gezogen wurde oder ähnliches. Diesen Schritt wiederhole ich auch an allen schwarzen Teilen. Da sieht man die Kampfschäden nicht ganz so gut, aber sie müssen natürlich auch dahin, um das Modell vollständig wirken zu lassen. Dann nehme ich mir Abaddon Black, wiederhole diesen Schritt nochmal, nur etwas dezenter an den Stellen, wo ich schon mal war, um auch da eine zusätzliche Farbe aufzubringen und das Ganze interessanter zu gestalten. Die schwarzen Elemente müsst ihr natürlich mit dem Abaddon Black nicht betupfen, da ihr nämlich sonst die Kampfschäden wieder wegnehmt. Jetzt nehme ich mir hier Ushabti Bone und male unter diese ganzen kleinen Farbtupfer nochmal ein paar Punkte und Linien, so als würde ich ein darunterliegendes Edge-Highlight einbringen. Das erzeugt auf dem Modell den Effekt, dass es so aussieht, als wäre wirklich die Lackschicht komplett weg und das Licht würde sich dann daran brechen, wo darunter vielleicht die Rostschutzfarbe oder ähnliches durchscheint. Diesen Schritt arbeite ich am kompletten Modell durch und es ist darauf zu achten, dass wirklich unter den Kampfschäden diese Punkte sind, da ihr dadurch nochmal diesen dreidimensionalen Effekt erzeugt. Das dauert am Anfang ein wenig, immer diese ganzen Stellen zu finden und zu gucken, wo, an welchen Stellen kann ich das gut ausarbeiten. Aber ich denke, wenn ihr ein, zwei Modelle damit mit dieser Technik bemalt habt, dann seid ihr auch schon ganz gut drin und könnt das auch etwas schneller. Wenn ihr dieses Sponging nochmal etwas langsamer gezeigt bekommen wollt, schaut euch mal ein anderes Tutorial von mir an. Zum Beispiel das Imperial Fist Tutorial oder das Sons of Horus Tutorial. Da gehe ich auch langsam darauf ein, wie dieses Shading funktioniert. Beim Imperial Fist zum Beispiel arbeite ich ohne hinter silberne Akzente darin. Beim Imperial Fist und Sons of Horus Modell arbeite ich zusätzlich noch mit Pigmenten. Auch das ist eine schöne Sache, um das Ganze noch etwas interessanter zu gestalten. Hier wirklich ganz simpel einfach aufgetupft und die unten liegenden Kanten-Highlights eingemalt. Die gelben Elemente sind dann abgeschlossen und ich werde das Ganze für die schwarzen Stellen wiederholen. Dann nehme ich mir Ashen Gray und wiederhole genau diesen Schritt. Und ziehe an einigen Stellen in das Modell nochmal ein paar Linien von den Kanten aus ein, um dort nochmal ein paar zusätzliche kleine Kratzer einzuarbeiten, da die schwarzen Flächen sonst vielleicht etwas öde oder langweilig aussehen würden. Wichtig ist an dieser Stelle bei den schwarzen Elementen, dass ihr diese, ich
ich nenne sie mal Highlights, sauber einarbeitet, da man sonst diese verschwindend geringen Kampfschäden auch nicht wirklich sehen würde. Deshalb lieber etwas mehr Zeit nehmen und die gezielter einsetzen. Solltet ihr vorher bei den schwarzen Teilen noch ein Edge-Highlight angebracht haben, mit dem hellsten hellsten grauen Ton, dann eignet sich nicht Dawnstone, sondern Ashing Ray, sondern Dawnstone für diese Kanten-Highlights bei den Kampfschäden. Und jetzt nutze ich hier nochmal Led Belcher, um an einigen Stellen nochmal ein paar Punkte in die Kampfschäden aufzutragen, wo zum Beispiel das Metall darunter wirklich durchblitzt. Gerade an den schwarzen Stellen gibt das nochmal ein bisschen zusätzliche Würze und ein zusätzliches Detail an den Flächen. Und deshalb habe ich mich für dieses Farbschema so für diese Kampfschäden entschieden. Als nächstes nutze ich Screaming Skull, um diesen kleine Insignie auf der Brustplatte zu highlighten. Ich lasse natürlich etwas von dem Geschädeten noch durchblitzen. Dann nehme ich mir, während das trocknet, Steel Legion Drap, bemale das Pergament, wechsle wieder zu der Insignie mit Palette Witch Flash, ziehe ich das letzte Highlight ein, damit es ein weißes Abzeichen der ersten Kompanie des Ordens der Skulls of the Emperor ist. Nutze Ruckers Flash, um die Schriftrolle nochmal etwas heller zu gestalten. Das sind Standardtechniken, die ich bei all meinen anderen Modellen auch immer so benutze. Nehme mir Warboss Green, um nochmal die Kabel zu highlighten, und dann nochmal Scarsnick Green, um mein letztes Highlight einzuziehen. Nehme mir Dryad Bark, um einen kleinen Namen hier aufzutragen. Da hilft es immer ganz gut, Deutsch-Latein zu übersetzen. Noch ein paar Scribed Work Linien unter die drei. Und nutze jetzt Ashen Gray, um alle vorher bemalten Kabel nochmal zu highlighten. Dieses Highlight in Ashen Gray wird gefolgt von einem Highlight in Dawnstone. Es ist auch da wieder wichtig, immer von dem, was ihr vorher aufgemalt habt, etwas durchblitzen zu lassen, wenn ihr das nächste Highlight setzt. Zusätzlich zu diesen ganzen Kabeln, die in Dawnstone auch gehighlightet werden, habt ihr gerade schon gesehen, gibt es auch ein paar Edge-Highlights oben an diesem Raketenwerfer, da dieser beim Bürsten des Schwarzen nicht bedacht wurde. Und nach dem Dawnstone-Highlight gibt es noch mal ein paar kleine Farbtupfer auf den grauen Stellen, zusätzlich mit Administratum Gray. Dann auch wirklich gezielt dort, wo auch Licht hinkommen würde. Und es ist wichtig, dass ihr hier recht sauber arbeitet und nicht wieder in diese Vertiefung von diesen ganzen kleinen Schläuchen und Kabel reingeht. Und wir beginnen mit dem Silber. Das Silber wird erneut mit Led Belcher bearbeitet. Auch hier wird etwas von der drunterliegenden Farbe durchscheinen gelassen. Beim Torso nutze ich quasi jetzt fast nur Kanten-Highlights an den silbernen Passagen. An den Armen male ich schon etwas flächiger die Farbe auf, weil dort ja auch etwas größere Flächen sind und nicht nur Kanten zu sehen sind und da auch wirklich Licht hinkommt. Gerade beim Torso wird durch die Arme ja viel Licht verweigert und verschluckt, deshalb reichen da diese Kanten-Highlights. Nach Led Belcher, auch an den Waffen natürlich, nehme ich mir Rune Fang Steel zur Hand. Hier male ich dann nur Kanten-Highlights am Torso und versuche auch an den restlichen Waffen, beziehungsweise Teilen, restlichen Teilen wie den Waffen, Kanten-Highlights einzusetzen. Und an dem Punkt sind wir, nachdem wir die Gatling bemalt haben, jetzt angekommen. Achte darauf, da bemale ich wirklich nur einige Kanten, nicht flächig, außer jetzt vielleicht an den Auslastventilen hinten, da nämlich dort noch Alterungserscheinungen auftauchen werden. Am Torso erkennt ihr es ganz gut, ich gehe immer nur über die Kanten, die wirklich zum Licht hin sind. Und auch hier an den Beinen gehe ich eher gezielter an Kanten oder größere Rundungen mit dieser Farbe und halte das Ganze relativ simpel, weil das Modell ja durch diesen Kontrast von Silber und Schwarz schon lebt.
Hier könnt ihr auch darauf achten, dass in der zum Körper geneigten Seite der Waffen nicht so viele Highlights drin sind, da da natürlich auch Schatten hinkommt. Und wir kommen zum nächsten Schritt mit Balthasar Gold. Alle Stellen, die golden sind, werden nochmal bemalt. Bei den Teilen an den Armen achte ich schon darauf, dass die unten liegenden Passagen nicht mehr bemalt werden, um da direkt einen Lichtverlauf zu erzeugen. Dann bekommen diese Stellen nochmal mit Rune Fang Steel ein Highlight. Nein, Rune Lord Brass ist es, entschuldigt. Mit Rune Lord Brass, auch hier wird darauf geachtet, dass sie einen leichten Farbverlauf erzeugt und eher die oben liegenden Passagen bemalt. Und ab jetzt sind die Highlights natürlich alle sehr schnell, weil die Flächen auch kleiner werden. Jetzt nehme ich mir Corn Red, bemale die Linsen und ganzen Flugkörper noch einmal, gefolgt von Mephiston Red. Da bemale ich an der Linse den rechts unten liegenden Part und die Flugkörper. Dann mit Wild Rider Red nochmal Kantenakzente in die Flugkörper und die Linsen. Die Linsen gefolgt von Troll Slayer Orange, Fire Dragon Bright, Avaland Sunset und eine Punkt in der linken und oberen Ecke mit Palette Witch Flash. Die blauen Elemente werde ich bemalen mit Kantor Blue, Alaytok Blue, Fenrisian Grey, Ulthuan Grey und auch dort einen Punkt in der linken oberen Ecke mit Weiß. Wenn ihr gezielt wissen wollt, wie ich Linsen bemale, schaut euch nochmal ein anderes Tutorial an. Gerade die Space Marines Tutorial sind dafür natürlich wunderbar. Da gehe ich auch nochmal auf Linsen ein. Jetzt nutze ich Aberdon Black, um das AdMech-Symbol nochmal etwas hervorzuheben und auch die Stellen an dem Flugkörperwerfer hier oben zu versäubern. Und nicht zu vergessen, den Sargophagus aufzuarbeiten und die restlichen schwarzen Teile nochmal flächig mit der Farbe zu bemalen. Denn so erschaffe ich zu den Kanten hin noch ein wenig mehr Kontrast. Denn das Gebürstete geht ja etwas in die Fläche hinein. Und ich habe gemerkt, dass man so die Farbe einfach ganz cool auftragen kann. Das sieht aus wie schwarz-schwarz und nicht wie dunkelgrau, was wie schwarz gemalt sein soll. Das wird dann in beiden auch fortgeführt. Kampfschäden und Symboliken lasse ich natürlich aus. Die Kanten, ganz wichtig, werden auch freigelassen, denn da sieht man dann noch die Edge-Highlights ein wenig. Nach diesem Schritt sind wir schon sehr weit. Ich nehme mir jetzt nochmal Runefang Steel, habe nochmal an dem kleinen Scheinwerfer nachgearbeitet. Jetzt werden die Auslassventile etwas aufgehübscht, etwas abgenutzt mit Dryad Bark und Aberdon Black. Die goldenen Elemente erhalten ein wenig Nihalac Oxide, gerade unterhalb von Nieten oder hier an den Armen in Vertiefungen oder zu anderen Elementen hin, einfach um das etwas aufzugreifen, dass der Dreadnought im Schnee unterwegs ist, wo es feucht ist. Jetzt nehme ich mir AK Interactive Streaking Grime und male ein paar herablaufende Schmutzlinien auf den Torso und unten auch an die Beine. Dieses Zeug lohnt sich tatsächlich nur an den gelben Passagen. Jetzt nehme ich mir Rust Streaks und nutze dieses wie ein Shade, um das am Torso in die silberne Elemente hineinzulaufen zu lassen, wo an den Kanten vielleicht schon ein wenig Rost sich angesetzt hat, durch eben diese ganze Schneematsch und Luftfeuchtigkeit. Das muss gut durchtrocknen und danach bearbeite ich den Plasmawerfer. Mit Kantor Blue bürste ich über die Spiralen und vorne über diese kleinen zusätzlichen Elemente. Dann mit Alaytok Blue, dann etwas mehr mit Fenrisian Grey. Dann wird dieses Highlight etwas erhöht mit Ulthuan Grey und danach noch einen ganz leichten Hauch Palette Witch Flash. Bevor ich jetzt vorne diese Elemente, die ihr gerade seht und vorne auch im Lauf mit Alaytok Blue und Fenrisian Grey nochmal ein paar Elemente einmale, die auch begründen, warum es da leuchtet. Dann kommen wir nochmal zur Base. Der Rand wird bemalt mit Ashen Grey, was das Modell im Prinzip fast fertig macht. Das ganze Modell wurde dann mit Purity Seal einmal besprüht. Die Linsen und den Plasma-Effekt bemale ich jetzt nochmal mit Art Code, um nochmal einen zusätzlichen Glanz zu erzeugen.
und trage jetzt Schnee auf. Dazu nehme ich mir AKA Interactive Snow Sprinkles, im Prinzip wie Leim, trage ich diese auf die Base auf und trage danach das Realistic Snow Flock von Green Stuff World auf diesem Leimersatz auf. Dieser Realistic Snow Flock hat den Vorteil, dass er so ein ganz wenig glänzt, so diesen Glanz hat, wie auch realistische Schneepartikel aussehen würden. Auch darin bricht sich das Licht und man hat so ein Funkeln im Schnee. Mit den Snow Sprinkles trage ich auch jetzt noch etwas unten an die Beine des Dreadnought auf, um darzustellen, dass er durch diesen Schnee unterwegs ist. Und gerade an den Beinen würde sich bestimmt etwas festsetzen davon. Denn dort unten sind jetzt nicht irgendwelche Motoren, die unendlich Hitze erzeugen, dass sich dort nicht auch Schneematsch sammeln könnte. Diesen könnt ihr langsam, gezielt, vorsichtig auftragen, damit es nicht zu viel wirkt. Und wenn ihr das fertig habt, muss dann das ganze Modell noch etwas trocknen und wird danach zusammengeklebt. Und hier haben wir dann jetzt das zusammengeklebte, fertig gebaste und gebaute Modell. Ich hoffe, euch gefällt dieser Stil, der Skates of the Emperor. An und für sich recht einfach gemacht. Aber das erkennt ihr mittlerweile bei mir. Ich stehe nicht so auf diese totalen Wet Blendings und Übergangsdinger. Es soll etwas plakativ sein und auch für den Spieltisch gut geeignet. Und da macht er dann schon einiges her. Gerade die Kampfschäden machen natürlich die gelbe Oberfläche auch viel, viel interessanter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht übertragt ihr dieses Farbschema auf eure Modelle. Das könnt ihr natürlich auch problemlos auf jedes andere Modell, wie zum Beispiel ein Primaris Marine oder normaler Space Marines, übertragen. Da müsst ihr dann lediglich in einem kleineren Maßstab malen. Und wenn euch das gefallen hat und ihr es übertragt, könnt ihr auch gegebenenfalls Fotos posten von euren Modellen mit den Hashtags Mamtu, Hashtag Maltisch am Mittwoch oder Hashtag Dizzyfinger. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen da lassen. Und viel Spaß beim Nachmalen. Und wenn ihr jetzt direkt vom Maltisch am Mittwoch zuschaut, dann wisst ihr, was passiert. Ihr dürft jetzt nochmal zurück an den regulären Maltisch. Und nun, nachdem ihr an diesem wunderbaren Tutorial teilnehmen durftet, hat sich hier natürlich noch nichts geändert. Das ist wieder das mit live und aufgezeichnet. Mache ich hier an den Lendenschurz des Mortarion weiter. Und wir müssen, ja, ich weiß, es ist jetzt 40k-lastig, aber das können wir auch live dann ändern. Da könnte es dann ja wieder Fantasy-lastiger werden. Müssen wir über die neuen Releases sprechen? Ja. Also, diese Woche habe ich zufällig im Dorotrunder Kultspiele das schon gesehen, das Kit. Also ich habe es mir nicht vorbestellt, das habe ich nur gesehen. Den Plague Burst Crawler. Den Artilleriepanzer der Death Guard. An und für sich finde ich dieses Modell gar nicht so schäbig, wie ich vorher dachte. Also so die ersten geleakten Bilder gab. Das Problem, was ich an diesem Modell sehe, es wirkt so, als hätte es nur einen Nutzen. Also zumindest erstmal, wenn ich die Regeln mir durchlese, wirkt es so, als hätte es nur einen Nutzen. Und das ist Artilleriefeuer geben. Es ist relativ schnell, also kann sich auch fix vielleicht wieder zurückziehen, das ja. Aber sonst habe ich anhand der Regeln noch nicht den Nutzen dieses Fahrzeugs hundertprozentig erkannt. Dafür
finde ich dieses Modell für 55 Euro vielleicht ein bisschen teuer. Ich habe überlegt, dass man dafür auch gut und gerne einen Land Raider bekommt. Natürlich kann man einen Chaos Land Raider jetzt nicht so ausrüsten wie einen loyalen Space Marine Land Raider, den es dann auch in verschiedensten Varianten noch gibt. Aber dennoch dann auch durch die Waffen und durch die Transportkapazität wirkt der Land Raider für mich als Anschaffung sinniger als dieser Plague Burst Crawler. Es sei denn natürlich, man sagt, ja, das ist ein Modell, das will ich einfach haben, weil es so aussieht, wie es aussieht. Dem kann ich dann natürlich nicht widersprechen. Aber mir erschließt sich der Sinn im Spiel noch nicht so. Was macht man jetzt damit? Mit diesem Modell? Hat das vielleicht noch irgendeine geheime, also für mich erstmal geheime Strategie, die man einsetzen kann, um das vernünftig zu nutzen? Also ist es vielleicht nicht nur Artillerie, sondern auch im Nahkampf ein Biest? Was ja gut und gerne mal sein kann, dass Fahrzeuge auch im Nahkampf nicht schlecht sind. Also wer da vielleicht schon Erfahrung gemacht hat oder das ganze Ding durchblickt, bitte mir mal sagen. Und für sich finde ich das Modell nämlich cool. Und für sich könnte ich mir auch vorstellen, wenn dann mal die ganzen Fußlatscher und so fertig sind, dass dann auch ein paar Fahrzeuge ins Arsenal meiner Death Guard aufgenommen werden. Und da wäre das natürlich eine Überlegung wert. Wo wir gerade dabei sind, ich habe mal durchgerechnet. Aktuell bemalt habe ich ungefähr, was war das? 795 Punkte. Schon. Und insgesamt in meinem Besitz finden sich aktuell schon knapp 2400 Punkte. Und ich habe das Gefühl, das ist noch gar nicht so viel. Da könnte ich noch eine Hellbrut zurechnen, da ich ja noch einige aus der, wie hieß das, Sturm der Vergeltung Box hier rumliegen habe, die mir mal netterweise der Balduin gegeben hat. Das heißt, auch da könnte ich noch was hinzufügen. Und dann wird das schon langsam ein bisschen groß. Man muss natürlich auch bei der Punktezahl bedenken, dass Mortarion alleine mit den 6 Death Shroud Terminatoren zusammen schon knapp 1000 Punkte kostet. Aber dennoch impressive. Ich glaube, das ist wieder genau dasselbe, das Phänomen auch bei Warhammer Fantasy. Gerade wenn man diese Chaos-Armeen spielt, glaubt man bei Anschaffung der Modelle gar nicht, wie viele Punkte das tatsächlich sind im Spiel. Gerade wenn man jetzt auch hier bei der 8. Edition von diesen beigelegten Datenblättern ausgeht und dann nur die Machtwerte sieht. Da stehen keine Punkte drauf, da steht nicht drauf, wie viele Punkte dann die eventuelle Ausrüstung noch kostet und so weiter. Deshalb, ich war schon etwas erstaunt, dass die Truppe dann schon so dermaßen groß ist. Dann war für mich auch schon gedanklich der Punkt gekommen, okay, reicht. Also du brauchst gar nicht noch viel mehr. Jetzt wäre dann Zeit zu bemalen und dann eventuell auch noch ein paar Fahrzeuge hinzuzufügen. Und dann bist du ja schon fast bei 3000 Punkten. Dann sollte ja auch das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und das Ziel bei der Death Guard ist ganz klar, eine spielbare 40k-Truppe zu haben. Und nicht alle Death Guard-Modelle zu haben, weil ich sie unbedingt mal anmalen möchte. Nein, 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 nein. Ich möchte damit ja auch spielen.
So, nochmal kurz Gedanken zurück, wo ich gerade hier bei Morty bin. Habt ihr eine Idee, wie ich die Flügel anmalen kann? Ich möchte so Mottenflügel, so helle eigentlich. Habe ich mir überlegt. Weil die Robe ja so rötlich wird. Wollte ich da noch ein bisschen mehr Helligkeit ins Modell reinbringen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Bilder, bitte mir gerne zukommen lassen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Releases und Vorbestellungen. Dieses Mal sind es dann tatsächlich die Plague Marines im Multipart-Kit. Und jetzt wird es für mich gedanklich etwas skurril. Also, aufpassen. Plague Marines sind die normalen Plague Marines, 7 Stück in einer Box für 40 Euro. Okay, kann man sich drüber streiten, aber die Modelle sind ja nun mal auch größer und detaillierter und neu aufgelegt und die Firma bestimmt ihre Preise natürlich selber. Okay, lassen wir mal das Preisbashing. Aber warum sind in dieser Box 7 Plague Marines, die man mit Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und auch spezielleren schweren Waffen ausrüsten kann, aber keine Option auf einen Champion oder den Bannerträger? Warum muss man die in einem extra Blister separat kaufen, wo es so aussieht, als wären diese Modelle dann Monopose? Also wirklich Monopause und Mono-Ausrüstung. Das verstehe ich nicht. Also das ergibt für mich aktuell gedanklich noch keinen Sinn. Warum der Games Workshop sich dazu entschieden hat. Vor allen Dingen, es wäre ja auch viel sinnvoller und würde wahrscheinlich auch viel mehr für die Box sprechen, wenn in der Box auch Teile für die Optionen für Champion und Ikonenträger dabei sind. Das heißt, ich muss mir jetzt nicht nur die 40 Euro teure Box kaufen mit den Plague Marines, sondern die, glaube ich, auch jeweils 20 Euro investieren für einen Ikonenträger und einen Champion. Das heißt, möchte ich einen komplett ausgerüsteten Plague Marine Trupp haben, heißt das, ich zahle erstmal 80 Euro und habe nur 9 Modelle. Wobei man Plague Marines auch noch als 20er-Trupp spielen kann. Und da muss leider jetzt das Preisbashing wieder zurückkommen. What the fuck? Dann pack doch lieber die Option rein, dann wäre ich auch bereit, 45 Euro für die Box zu zahlen. Oder, naja, nicht oder mehr. Nein, 45 Euro auch dafür zu bezahlen, obwohl es eine Standardsache ist. Aber die Nummer jetzt, von einer Preisperspektive aus gesehen, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Lieber Games Workshop. Also, jetzt mal ohne Mist. Ich habe das gerade hier neben mir aufgerufen. Bevor ich Shade auftrage, muss es sowieso noch ein bisschen trocknen. Ich klicke da jetzt mal drauf. Der Plague Marine Champion und der Ikonenträger. So, der Plague Marine Champion kostet tatsächlich 20 Euro. Der Plague Marine Champion besteht aus 8 Einzelteilen und wird mit einer Citadel Rundbase 32 mm ausgeliefert. So, ich gucke mir den Gussrahmen an und sehe ein Modell, Monopose. Das Einzige, was ich ergänzen kann bei dem Modell oder ändern kann bei dem Modell, ist tatsächlich, ob er einen Helm auf hat oder nicht. Es wirkt zumindest, dass dieser eine Teil hier ein Helm ist. Gucke ich mir das Modell auf einem anderen Bild an, tatsächlich lediglich Helm oder ohne Helm. Das Modell hat grundsätzlich diese Pose für 20 Euro. Not the smartest move, I think. Natürlich ist es gut designt, ne? Es finden sich immer diese Designelemente auch aus anderen Bausätzen wieder, klar. Dann gucke ich mir den Plague Marine Icon Bearer an. Der Plague Marine Icon Bearer besteht aus 5 Einzelteilen und wird mit einer Citadel Rundbase 32 mm geliefert. So, ich gucke mir den Gussrahmen an und sehe einen Waffenarm, sehe einen Bannerarm, sehe das Backpack und 2 Teile für den Torso.
Das heißt, hier habe ich nicht mal eine Möglichkeit, irgendwas auszutauschen oder den Unique zu machen. Bin also für 20 Euro mit diesem einen Modell. Möchte ich wirklich zwei Trupps haben, muss ich erstmal für zwei Bannerträger 40 Euro ausgeben. Und ich habe beide gleich aussehend. Leute, Leute, Leute. Ich denke, nicht der smartest Move. Ich denke, wir werden in Zukunft viele Plague Marine Champions sehen, die aus der Dark Imperium Grundbox konvertiert wurden. Der kleine Nörgling mit dem Helm drauf ist zwar hübsch, aber nicht so hübsch, dass man sich das mehrfach kaufen würde. Und die Plague Marine selbst. Ja, 40 Euro für 7 Modelle. Insgesamt 146 Teile. Wenn man die Gussrahmen anguckt, sind die relativ gut befüllt. Man hat auch unterschiedlichste Waffenoptionen. Also die Plague Marines können mit zusätzlichen Bubonen, Äxten oder anderen Nahkampfwaffen, großen Pestbeilen und sowas ausgerüstet werden. Aber es ist auch eine fernkampflastige Orientierung möglich in Richtung Pestwerfer, Seuchenwerfer, Pestspucker, Seuchenspucker, wie auch immer diese ganzen Waffen heißen. Auch das ist möglich. Und was mich jetzt irritiert, wenn ich jetzt hier drauf gucke, also GW-Seite, Games Workshop-Seite, Vorbestellung, Plague Marines, zweites Bild, auf dem ersten ist auch drauf, aber auf dem zweiten natürlich noch größer, sehe ich links unten einen Marine, der original wie ein Plague Champion durchgehen kann. So, der Typ hat einen Respirator, der hat keinen Helm auf, hat eine Boltpistole und so ein solchen Messer, solchen Schwert in der Hand. Rechts darüber ist einer, der so ein, ja, so ein kleines Fliegensymbol mit Glocken dran hält. Ich glaube, dass viele Spieler diese beiden Modelle als Champion und als Iconbearer nehmen werden und nicht diese beiden speziellen Modelle. Bin ich mir gerade ziemlich sicher, weil sie nicht noch mehr Geld ausgeben werden wollen. Wenn ich mal richtig viel Geld habe, wieder, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mir dieses komplette 9-Mann-Ding für 80 Euro dann noch kaufe. Einfach um es zu besitzen. Aber an und für sich ist der Move meines Erachtens nicht so richtig smart. Was das angeht. So, dann haben wir natürlich noch diesen lustigen Typen, der die Plague Marines auch buffen kann. Für die Granaten ist der gedacht eigentlich. Das ist der Biologus Putrefier, nicht Purifier, Putrefier, also der biologische Unreiniger. Das Modell an sich finde ich richtig cool, vorne mit dieser Drohne, drohnenähnlichen Nadel am Helm, dann hinten aufgehangen diese ganzen Fiolen, das sieht aus wie Flügel. Das Modell ist cool. Nutzen? Fraglich. Müsste man mal in einem Spiel ausprobieren. Auch wieder für 20 Euro. Also, wir sehen, der Games Workshop wird teurer. Und auch hier zum Beispiel bei dem Biologus Putrefier keine Optionen, irgendwas umzubauen oder zu ändern. Also auszutauschen an Teilen dabei. Alles wirklich nur dieses eine Kit. So. Und deshalb frage ich mich, was soll das? Also ich möchte jetzt nicht bashen oder eine Hate Speech auf den GW geben, muss aber doch anmerken, dass ich mich frage, was soll das mit diesen Monoposes? Richtet der Games Workshop seine Aufmerksamkeit jetzt wieder eher an Sammler, die halt so einen Trupp nur einmal haben müssen? Ermutigt der Games Workshop dadurch Veteranen und vielleicht auch neue Spieler mehr umzubauen? Kitbashen, nicht ganz so gut möglich, aber mehr umzubauen. Oder was soll das? Das sehe ich ja in den Primaris Gussrähmen und Bausätzen auch. Also man hat immer irgendwie dieselben Posen, wenn man die kauft. Da frage ich mich, warum? Was bewegt den Games Workshop dazu? Der Games Workshop selbst wird sich natürlich nicht dazu äußern. Das ist mir schon klar.
Aber vielleicht gibt es ja bei euch einen Insider, der sagt, jo, pass auf, das und das ist der Grund. Und vielleicht ist der auch nachvollziehbar. Aber ich blick's im Moment nicht, warum das so ist. Was das Ziel dahinter ist. Welches Ziel verfolgt wird. Vielleicht ist es ja tatsächlich auch so gedacht, dass die Spiele kleiner werden und man so einen Trupp, also so eine Auswahl der Modelle, nur einmal braucht. Und nicht wie früher, man hat halt drei Trupps Blade Marines und die sind alle gleich ausgerüstet. Weil man braucht sie. Sondern es ist so, dass man so einen Trupp halt nur einmal braucht. Jetzt bei den Blade Marines vielleicht einmal im Fernkampf, einmal im Nahkampf. Je nachdem. Aber dass man die Auswahl nicht so oft nehmen soll, braucht, muss, dass dann auch das nicht so wichtig ist, dass man umbauen kann. Jetzt wenn man aus Sicht des Spielers sieht, aus Sicht des Modellliebhabers und umbaufanarten Menschen, ist das natürlich trotzdem eine Katastrophe. Weil wir einfach nicht irgendwie genug Teile bekommen, mit denen wir dann hinterher, weil sie ja über sind, also diese Spare Parts, noch kickbashen können. Ich weiß nicht. Ich bin mir da unsicher, was das soll, wo das hingehen soll, welcher Grundgedanke verfolgt wird. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es irgendeinen Grund haben wird. Ich weiß aber nicht welchen. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Was jetzt als nächstes vielleicht kommt, released wird. Ob es vielleicht auch mal für die etwas älteren Codices, also älteren im Sinne von, die wurden einfach neu aufgelegt, wie das AdMech und das Astra Militarum, also known Imperiale Garde, ob es da nochmal was Neues gibt. Oder vielleicht wird ja noch eine andere fancy neues Volk oder neues Supplement rausgehauen. Dass vielleicht die World Eater, wenn ich jetzt mal beim Chaos bleibe, die World Eater auch nochmal wirklich ihr eigenes Buch und den eigenen Scheiß bekommen. Man hat es ja vor der 8. Edition schon gesehen, die Thousand Suns haben ein Buch bekommen. Das ist ja dann eher Siege-spezifisch. Jetzt nach Release der 8. bekommt die Death Guard ein Buch. Vielleicht bekommen die Emperor's Children und die World Eater als namensgebende Legionen für die Gottheiten ja auch noch ihre Bücher. Das finde ich cool. An und für sich. Weil mit den neuen Büchern dann ja auch einige Neuerungen oder neue Bausätze einhergehen. Vielleicht auch mal ganz neue Einheiten. Plagueburst Crawler. Fretted Blight Drone, also die gab es ja vorher noch nicht. Bloat Drone heißen sie. Ne? Alle die gab es ja vorher noch nicht. Deshalb sehe ich da Potenzial. Und vielleicht ist es ja auch so, dass der Games Workshop genau da ansetzen möchte. Dass das Potenzial der ganzen Chaos-Streitkräfte ausgereizt werden soll. Vielleicht ist der Grundgedanke zu diesen Bausätzen ja auch tatsächlich, dass dann erst jetzt die einzelnen Gottheiten und dann ein Buch der Black Legion. Mit dem Hinweis übrigens, ihr könnt neben normalen Chaos Space Marines auch die Black Marines aus dem Buch nutzen. Und ihr könnt die Khorne Berserker aus dem Buch nutzen und die Noise Marines aus dem Buch und die Rubric Marines aus dem Buch. Dass es vielleicht so eine Agenda verfolgt. Das wäre natürlich auch ein bisschen arschig, wenn man dann alle Bücher braucht, um alles einzusetzen. Wobei, die braucht man nicht. Man hat auch die Datenkarten dabei, ne? Bei den Einheiten. Aha, doch kein blöder Move. Aber dass vielleicht deshalb nicht so viele Klamotten in den Bausätzen kommen. Also viele verschiedene. Weil davon ausgegangen wird, dass man eine Black Legion spielt und in der Black Legion dann vielleicht ein Plague Marine Trupp hat. Man halt auch nicht so viel Zeug braucht. Ah, guck mal. Während ich so drüber nachdenke, macht das für mich gerade Sinn.
natürlich vom Standpunkt eines Modellliebhabers und einem, der gerne umbaut, trotzdem eine Katastrophe. Aber wenn man das so vom Spielerischen her sieht, macht es ja doch irgendwo Sinn. Und das wäre, glaube ich, auch ein cooler Weg, den der Games Workshop einschlagen könnte. Wenn er erst so diese eher gottheitsspezifischen Truppen rausbringt. Der GW, das hört sich immer, als wäre es eine Person. Also die Firma Games Workshop. Wenn es erst diese ganzen eher gottheitsspezifischen Bücher gibt, auch dann mit den Primarchen. Ja. Also, Magnus ist ja schon draußen, der kann ja schon vor dem Release der 8. Aber wenn dann zum Beispiel auch Angry Ron und Fulgrim mit ihren Kodizes erscheinen würden. Und dann, so als Finale sozusagen für das Chaos, die Black Legion und Failbadon the Armless endlich ein neues Modell bekommt. Das wäre, glaube ich, richtig geil. Da hätte ich auch Bock drauf. Natürlich ist es dann bei der Menge, die ich schon an Death Guard habe, blöd, hier jede Legion irgendwie so aufzubauen. Jetzt rede ich schon wieder von Legionen. Jeden gottheitsspezifischen Verband der Chaos Space Marines, oder also der, wie heißen sie jetzt? Heretic Space Marines. Jedem Verband gleich viel Attention zu geben, das ist natürlich nicht so richtig möglich. Aber ihr kennt mich. Ich bin verrückt. Vielleicht mache ich es dann ja doch. Also wenn das wirklich so käme, fände ich das, glaube ich, eine ganz coole Sache sogar. Und wenn es wirklich so kommt, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Also ich würde es begrüßen, wenn es wirklich diese gottheitsspezifischen Kodizes geben würde, der Heretic Space Marines. Weil das einfach eine Würze reinbringt. Dann ist das halt nicht eine Black Legion, in der jeweils Trupp von den alten Verräterlegionen drin ist. Also Plague Marines der Death Guard, Noise Marines der Emperor's Children, Corn Berserker der World Eater und so weiter. Wie heißen sie? Rubric Marines der Thousand Suns. Nein, man könnte tatsächlich eine komplette Berserker-Truppe aufstellen. First Captain Khan gibt es ja als Modell schon. Na, wer weiß. Wer weiß. Ich bin gespannt, was kommt. Nächste Woche ist die 200. Episode. Da kommt auf jeden Fall ganz viel 40K. Ganz viel Fantasy auf euch zu. Das heißt, verzagt nicht. Heute ist nicht das Ende aller Tage. Ich komme wieder mit Fantasy, keine Frage. Und wenn ihr noch Fragen habt für kommenden Samstag, 14.10. für die erste Live-Show, dann stellt sie ruhig gerne schon mal, dann kann ich mich auch darauf vorbereiten. Und wenn nicht, bringt sie einfach zu dem Termin mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr teilnehmen würdet. Und das sollte eigentlich für heute reichen. Ich habe hier im Morty schon mal die Robe bemalt und geshadet. Das heißt, als nächstes kann ich langsam anfangen über Dried Bark und, wie heißen die Farben? Black Red und Scarlet Red von Vallejo. Das Ganze ein bisschen aufzubauen und hochzuschichten. Und dann gucken wir mal, wie der Typ hier hinterher aussieht. Ich danke euch fürs Zuschauen für diese Woche. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Mal dabei seid und auch am Samstag dabei seid. Bis dahin schicke ich euch erstmal zur Endcard. Hallo auf der Endcard. Das Video ist vorbei. Diesmal natürlich sehr 40k heavy, gebe ich zu. Nächste Woche zur 200. Episode gibt es ganz viel Warhammer Fantasy und auch danach, denn der Winter kommt. Und im Winter kommen eventuell auch die Druiden dran, passend thematisch zur Jahreszeit die Schneepaces. Jawohl! Wenn ihr Anregungen, Ideen oder Kritik habt, schreibt die bitte gerne unten in die Kommentarsektion. In der Videobeschreibung findet ihr neben der Timeline dieses Videos natürlich auch noch die Links zur U-Crowd, Maltischer Mittwoch im Tabletop-Weltforum und auch Maltischer Mittwoch bei Facebook.
Im Tabletop-Weltforum halte ich euch immer von allem auf dem Laufenden und bei Facebook findet ihr chronologisch aufgelistet alle Videos, alle Maltischer Mittwoch-Videos, alle Worte zum Sonntag und auch die extra releaseden Tutorials. Ich würde mich freuen, wenn ihr am kommenden Samstag, den 14.10. bei der ersten Live-Show dabei seid, um 10 Uhr bis 12 Uhr angesetzt, um das Ganze mal auszuprobieren, wie das ankommt, wie das funktioniert und wie wir das umsetzen können, um dann auch mit euch ins Gespräch zu kommen. Und ja, wenn euch das Material heute noch nicht gereicht hat, habt ihr hier und hier Videos aus vergangenen Zeiten und hier unten ein Tutorial eingeblendet. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, gebt den. Wenn nicht, gebt den und schreibt mir, warum nicht. Ich bin raus für heute, euer Dizzyfinger. Ciao.